Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Disney Dreamlight Valley. Da rennt eine Ratte durchs Gesicht. Durchs Gesicht, klar. Durchs Bild. Schnüffel mal bitte woanders. Ja, wir machen jetzt heute weiter. Wir machen mit der 10er-Quest von unserer lieben Daisy weiter. Die 7er-Quest hat mich ja, nicht so überzeugt, sage ich jetzt einfach mal. Fand ich nicht so toll. Ich muss mich mal kurz umsetzen. Ich sitze irgendwie viel zu weit vom Mikrofon weg. So, jetzt ist besser. Die ist hübsch. Ich glaube, die habe ich auch Einen schon. schönen Tag noch. Ja, die habe Hey, ich. ich glaube, hier zu Das ist leben aber ist eine neu. wunderbare Sache. Warum kaufe ich jetzt hier Kram bei Angenehm und Dagobert? Ich wollte mit Daisy entspannend. quatschen. Hallo Daisy, wir machen jetzt deine 10er-Quest weiter. Ja, lauf halt weg, ist okay. Ja, mit dem Event mache ich auch weiter fleißig. Ich weiß gar nicht, ob die Eventfolge hier vorkommt oder danach. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, jetzt aber. Mine, was hältst du davon, eine Party zu schmeißen, um unser tolles Dorf zu feiern? Lass uns feiern. Fantastisch. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. So wie ich das sehe, kannst du aus fast jedem Grund eine Party feiern. Große Ereignisse, kleine Siege, alles sollte gefeiert werden. Ich würde gern feiern, aber die Partys fühlen sich überwältigend an. Ja, das stimmt tatsächlich. Also, ganz aktuelles Beispiel. Meine Schwiegermutter hat vor kurzem ihren 50. gefeiert und, ja, typisch russisch in Anführungszeichen. Riesenparty. Und, ich habe es keine halbe Stunde dort ausgehalten. Es war einfach so laut. Es war so laut, so viele Leute. Es war mir einfach zu viel. Mein Mann war es zu viel. Wir sind nach maximal einer halben Stunde sind wir wieder gefahren und es war anstrengend, es war viel, es war sehr viel. Wir sind beide tatsächlich nicht so die Menschen dafür. Deswegen. Ja. Oh, keine Bange. Ich sorge dafür, dass die Musik nicht zu laut ist und dass es nicht zu voll wird. Das wird ein schönes Treffen mit Freunden. Okay. Okay, das würde ich mir dann tatsächlich angucken. Bei meiner Schwiegermutter war halt leider ja, das Problem in Anführungszeichen, dass die Musik zu laut war für den und der Raum war ja ungünstig geschnitten. Deswegen war die Musik tatsächlich noch lauter als eigentlich geplant. Den größten Teil der Planung habe ich bereits erledigt, also gibt es nur noch ein paar letzte Details zu klären. Ich habe das Gala-Bankett bei Remy bestellt. Wärst du ein Schatz und würdest es für mich holen? Ich muss der geheimen Überraschungslocation der Gala den letzten Schliff geben. Na klar. Du bist ein absolutes Prachtstück. Bitte sprich mit Remy so schnell wie möglich. Ja, der hat auch noch eine Quest für uns. Ich gebe ihr gerade noch ihre Geschenke. Das ist nämlich vom Sternenpfad noch eine Aufgabe. Die kriegt ihr heute. Remy hat tatsächlich auch noch eine Aufgabe für uns. Und zwar eine, die es in Zukunft täglich zu wiederholen gibt, die auch drin bleibt. Da werden wir auch nach Daisy nochmal reinschnuppern und gucken. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass die 10er-Quest von Daisy so lange dauern wird. Die Sonne geht. Prima. Dann haben wir das. Häng mit Simbas Onkel ab. Okay, ja gut. Sprich mit Remy. Da muss ich später noch mit Scar, ich wollte gerade Sky sagen, mit Scar abhängen. So, der Kleine ist doch hier eben die ganze Zeit rumgeflitzt. Dahin er kommt, da. Remy! Sieht Bist einfach. es. Oh mein Gott, er verschwindet einfach im Dings. Bonjour! Ich muss dich auch nochmal anquatschen. Wie läuft das mit den neuen Rezepten? Das musst du probieren. Es ist wirklich ein rauchiger Geschmack. Es ist eher ein Zap-Kabum-Geschmack. Was meinst du? Definitiv Zap-Kabum. Nicht wahr? Genau, was ich meine. Ich habe es so hinbekommen, da ich während dem Kochen vom Blitz getroffen wurde. Es war intensiv, aber das war es wert für den Geschmack. Hallo? Ja, bitte nicht wiederholen. Die glitzernde Gala. Ah, Mine. Daisy hat mir gesagt, dass du vorbeikommst, um das Essen für die Gala zu holen. Hier ist es. Bon appétit. Merci beaucoup. Du arbeitest an deinem Französisch, hein? Très magnifique. Ich hatte 4 Jahre Französisch und ja, ich kann quasi gar nichts. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück in die Küche. Ich habe noch ein paar kalte Butterblöcke, die nur darauf warten, zu Croissants verarbeitet zu werden. Kann ich mit dir sprechen? Okay. Daisy wird wahrscheinlich.
da unten sein. Ich dachte, die wäre noch bei Onkel Dagobert. Aber da... ach so, ich habe sie übrigens umgestellt, weil sie da einfach absolut hässlich aussieht. Ihr Haus passt da leider gar nicht hin. Ich wollte sie dann, das dann erst da hinten hinstellen. Ich zeige euch das mal auf der Karte. Ich wollte sie erst hier hinstellen. Da war aber absolut kein Platz. Dann wollte ich es hier hinstellen, neben Goofy, so gegenüber von Donald, auch absolut kein Platz. Es funktioniert hier in dieser Ecke leider gar nicht. Deswegen steht das jetzt erstmal da hinten. Ihr Haus ist leider halt so ein hässlicher Klotz. Ich kann es nicht anders sagen, dass das an die Wand muss. Bitteschön. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Könnt ihr auch gleich machen. Trinken ist wichtig. Oh, das sieht köstlich aus. Chefkoch Remy hat es wieder geschafft. Und dank dir konnte ich den Aufbau für die Gala den letzten Schliff geben. Dem Aufbau, Entschuldigung. Brauchst du noch etwas? Da ist noch eine letzte Sache. Warum ziehst du nicht etwas Fabelhaftes an, indem du dich am wohlsten fühlst? Hab keine Angst, etwas Gewagtes zu tragen. Das mache ich immer. Der einzige Leitfaden für ein Gala-Outfit ist, denke elegant. Du könntest mit der Kleidung von Pünktchen und Gänseblümchen beginnen, die wir dir gegeben haben. Danach kannst du dich mit Zubehör eindecken. Oh, bitte, bitte, ich will dieses hässliche Outfit nicht anziehen. Das ist Oberteil ist so hässlich. Das war das Falsche. Lieber den Faltenrock oder den Jeansrock? Ich finde den Jeansrock irgendwie schöner. Und den Langrock? Nee, ich bleib beim Jeansrock. Geh ins Traumschloss, um die Gala zu beginnen. Dieses Outfit ist so hässlich. Guckt mich nicht alle an. Genieß die Party. Misch dich unter die Daisys Gäste. Erstmal machen wir hier ein hübsches kleines Gruppenfoto. Einmal alle gucken, bitte. Ja, das ist okay. Hallo, Mini. Du siehst wunderbar aus, Mine. Ich liebe dein Outfit einfach. Ich fühle mich so fehl am Platz. Bei uns bist du nie fehl am Platz. Das verspreche ich dir. Jeder hier liebt dich. Ich habe dir einen schicken Käsekuchen aufgehoben. Und jetzt gehen mich schon die Leute. Viel Spaß bei der Gala. Ah, das ist lieb, aber ich mag gar keinen Käsekuchen. Bin leider auf Diät. Das stimmt nicht. Meine Schwiegermutter kann unglaublich gut backen. Wirklich unglaublich gut. Und sie hat natürlich auch ihren eigenen Geburtstagskuchen gebacken. Ey, glaub mir. Wenn sie zu jedes Mal, wenn wir vorbeikommen zum Kaffee trinken, wenn sie da jedes Mal Kuchen auf den Tisch stellen würde, du könntest mich nach einer Woche einfach aus dem Haus rollen. Sie macht dafür einfach viel zu guten Kuchen. Hallo Christoph. Das erinnert mich ein bisschen an die offizielle königliche Veranstaltung in Arendelle. Auf eine gute oder schlechte Art? Vielleicht beides. Ich liebe es, Anna glänzen zu sehen, wenn sie eine große Gala veranstaltet. Aber noch mehr mag ich es, mit ihr eine Schlittenfahrt durch den verschneiten Wald zu machen. Ich weiß das sehr zu schätzen. Hallo Vanellope. Hey Mine, ich bin wegen des Käsekuchens gekommen. Aber jetzt sitze ich bei diesem Schnarchfest fest. Bist du auch so gelangweilt wie ich? Warum ist dir langweilig? Die Leute essen und reden nur auf dieser Party, gibt es nicht einmal Spiele. Ich weiß, wie wir die Sache aufpeppen können. Ein Rennen. Komm, lass uns alle Geländer in diesem Laden runterrutschen. Danke, Kumpel. Wäre lustig, wenn ich das wirklich machen könnte. Mine, glaubst du, dass Daisy sich gut amüsiert? Braucht sie etwas? Soll ich etwas für sie tun? Entspann dich, alles läuft gut. Bist du sicher? Ich schaue besser nach, ob genug Käsekuchen da ist. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo Daisy. Oh Mine, die Gala ist ein voller Erfolg. Und darf ich noch sagen, dass dein Outfit fabelhaft aussieht? Ich möchte diesen Moment für immer in Erinnerung behalten. Lass uns ein Foto machen von uns allen. Mach ein Foto mit allen im Schloss. Kommt. Christoph, ich weiß nicht, ob dir jemand mal erklärt hat, wie das so mit den Fotos läuft, aber die Großen bitte nach hinten. Das macht doch so gar keinen Sinn. Jetzt verteilt euch bitte. Sprich mit Daisy. Was ist passiert? Hier ist überall Glitzer. Was passiert? Ich habe einen lauten Knall gehört und dann Glitzer überall.
So wie es aussieht, würde ich sagen, dass deine Gala eine Glitzerbombe geworden ist. Wer würde sowas tun? Wer würde es wagen? Wir müssen sofort eine Untersuchung einleiten. Ja, sie passt perfekt zu Donald. Und denjenigen finden, der für diese Tat verantwortlich ist, Mina. Lass mich dir helfen. Ich wollte schon immer Detektiv werden. Dann betrachte dich als zuständig für den Fall. Beginnen wir damit, mit unseren Gästen zu sprechen. Ich werde mit Minnie und Donald reden. Du gehst zu Christoph und Penelope, dann tauschen wir unsere Informationen aus. Genau das werde ich jetzt tun. Und wenn ich schon dabei bin, werde ich versuchen, das Glitzer irgendwie wegzuwischen. Ja, ich gehe mal zu 90% davon aus, dass es Penelope ist. Ah nee, doch mit Wasser. Also, dass es Penelope war, weil dir die Party zu langweilig ist. Ja, Penelope ist auch tatsächlich gar kein Typ für so eine Erwachsenenparty, in Anführungszeichen. Okay. Ja, hallo Christoph. Hey. Wow, Mine. Ich hatte erwartet, dass diese Gala mit einem Knall endet, aber nicht wortwörtlich. Das war nicht Daisys Plan. Es war ein Scherz. Ich versuche herauszufinden, was passiert sein könnte. Hast du etwas gesehen? Gestehe, Eismann. Tut mir leid. Hätte ich das früher gesehen, hätte ich das gemacht. Glitzer. Jede Menge Glitzer. Aber ansonsten... Ich habe die ganze Gala damit verbracht, mich mit den anderen Gästen zu unterhalten. Minnie hat mir erzählt, dass du geholfen hast, ihr Geschäft Pünktchen und Gänseblümchen und die Dreamlight-Gazette zu starten. Und Donald war wirklich dankbar, weil du ein Problem zwischen ihm und Daisy gelöst hast. Irgendwas mit einem Schrank und einem Hammer? Ich bin nicht sicher, ob ich alles verstanden habe. Wow. Ich glaube, das Einzige, was ich dir mit Sicherheit sagen kann, ist, dass sich hier alle mögen. Danke, Christoph. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du unschuldig bist. Was? Ach ja, die Glitzersache. Das habe ich total vergessen. Viel Glück bei den Ermittlungen. Mach's gut. Hallo. Oh, sieh dir das an. Glitzer, überall. Was ist da nur passiert? Anscheinend hat jemand eine Glitzerbombe platziert, um der Gala einen Streich zu spielen. Weißt du irgendwas darüber? Wer, ich? Ich bin nur ein unschuldiges, liebenswertes, kleines Kind, das gerne Käsekuchen isst. Ja, wenn in einem Satz bereits unschuldig, liebenswert hintereinander kommt, ja. Das soll ich glauben? Du scheinst dich wirklich zu langweilen. Hey, Langeweile ist kein Verbrechen. Ich sag dir, wer wirklich für dieses Glitzerdesaster verantwortlich ist. Minnie. Minnie? Ja, sie sieht schick aus, aber sie ist ein Superhirn und sie liebt Glitzer. Sie muss es sein, oder Christoph? Findest du nicht auch seltsam, dass er immer so ruhig ist? Wenn du mich fragst, hat er etwas zu verbergen. Oder was ist mit Donald? Was ist mit Donald? Er hätte leicht stolpern und etwas Glitzer verstreuen können. Tollpatschiges Dorf, nicht wahr? Klingt, als würdest du nur raten. Oder du vertuschst etwas. Du hast wirklich nichts gesehen? Nein, ich habe meine Augen zugekniffen. Ich habe versucht, das Foto zu verhunzen, weil ich wusste, dass es Daisy in den Wahnsinn treiben würde. Du bist so verdächtig. Ich? Mine, mach dich doch nicht lächerlich. Ich bin ein ganz unschuldiges kleines Kind. Das ist immer so der Moment, wo mein Mann dann anfängt zu lachen, wenn ich meine Unschuld beteuere. Was hast du von unseren Partygästen, die zu Verdächtigen geworden sind, erfahren, Mine? Über Christoph. Christoph hat gerade einen Haufen netter Sachen über mich gesagt. Zu viele schöne Dinge. Verdächtigt. Er ist nicht der Übertäter. Ich stimme zu. Das ist nicht sein Stil. Penelope war während der ganzen Party sehr gelangweilt und sie versucht allen anderen die Glitzerbombe anzuhängen. Sehr verdächtig. Penelope könnte unsere Unruhestifterin sein, aber ich will noch nichts vermuten. Was hast du herausgefunden? Ich weiß, dass es nicht Donald war. Er wollte wirklich, dass die Party für mich gut läuft. Aber als ich mit Minnie sprach, kam mir ein Gedanke. Was wäre, wenn der Schuldige jemand wäre, der nicht auf der Party war? Wer zum Beispiel? Mein erster Gedanke war Mutter Gothel wegen ihres Frag-Daisy-Briefs. All die Beweise deuten auf jemand anderen hin. Na ja, gut, wer spielt gerne Streiche? Stitch. Dagobert Duck? Was? Scheint ein bisschen zufällig zu sein, oder? Die Glitzerbombe war in einer Kiste unter den Möbeln, die ich von ihm für die Gala gemietet hatte. Er dachte wahrscheinlich, es wäre ein lustiger Streich. Oder wie ich ihn kenne, dachte er vielleicht, es wäre eine beeindruckende Bereicherung für die Party. Lass mich mit ihm reden. Ich werde feststellen, ob er unschuldig ist oder nicht. Oh, er ist es, Mine. Du wirst schon sehen. Ich glaube immer noch, dass Penelope es war. Aber ja, wir fragen erstmal höflich nach. Man, jeder ist unschuldig, bis ich seine Schuld beweisen kann.
Dagobert ist weggelaufen. Ich hab's genau gesehen. Kann ich mit dir sprechen? Dagobert? Der war doch hier gerade. Da unten läuft er. Ich hab ihn. Bleib stehen, Entchen. Ah, Mine. Ich habe gehört, dass es im Schloss ein ziemliches Durcheinander gibt. Wie kann ich dir helfen? Daisy denkt, dass du versucht hast, ihre Gala mit einer Glitzerbombe zu sabotieren. Ich versuche, den Übeltäter zu finden. Als ob ich meine wertvolle Zeit mit so einem kindischen Streich vergeuden würde. Glitzer. Hier ist eine echte Spur für dich. Wenn du herausfinden willst, wer Daisys Gala mit Glitzer ruiniert hast, solltest du dem Glitzer am schillernden Strand folgen. Ich habe dort meinen täglichen Spaziergang gemacht und jemand hat eine ganze Ladung Glitzer fallen lassen. Es hat sich zwar mit dem Sand vermischt, aber es bildet eine sehr deutliche Spur. Ich verwette meine letzte Sternmünze darauf, dass du, wenn du ihr folgst, das Versteck des wahren Täters findest. Das muss ich mit eigenen Augen sehen. Ich werde den schillernden Strand untersuchen. Nur, dass du's weißt, ich habe ein paar neue Waren im Laden. Folge der Glitzerspur am schillernden Strand. Wo ist denn die Glitzerspur? Ah, hier ist Glitzer. Okay. Na, wer ist es? Durchsuche nach Hinweisen. Blaues Fell. Was habe ich gesagt? Es ist Stitch. Ich weiß sonst nicht, wer... Ah doch, Sally könnte es doch sein. Die hat auch blaues Fell. Daisy! Hier hast du deinen Hinweis. Blaues Fell. Blaues Fell? Das schränkt unsere Verdächtigenliste definitiv ein. Es muss Stitch sein. Ich glaube, du hast recht, aber ich bin mir sicher, dass er nicht allein gearbeitet hat. Laut Donald ist Stitch ein Meister der Streiche. Ich glaube, er hat Vanellope als seine Partnerin angeworben. Erst kürzlich hat jemand alle Angelköder von Goofy gegen Gummiwürmer ausgetauscht. Jemand hat auch Remis Salzstreuer mit Zucker gefüllt. Und ich habe an jeder Zähne blaue Fasern gefunden. Mir war nicht klar, dass es Fell war. Ich dachte an einen flauschigen Pullover. Zucker und blaues Fell, das sind sie. Ich schätze, ich bin nur das jüngste Opfer ihrer Streichserie. Was machen wir jetzt? Sie müssen aufgehalten werden, bevor sie jemanden verärgern, der sie, sagen wir mal, in Algen verwandelt. Das schreit nach einer Listmine. Du überzeugst sie davon, dass du bei ihrem nächsten Streich mitmachen willst und vereinbarst ein Treffen. Ich werde sie überraschen und ihnen meine Meinung sagen. Hinterhältiger Plan. Findest du das nicht ein bisschen gemein? Vor allem, ich glaube kaum, dass sie das interessiert, was Daisy zu sagen hat. Glaub mir, es wäre gemeiner zu warten, bis sie in echten Ärger geraten. Ich rede mit Stitch und überrede ihn, mich mit Vanellope in der verfluchten Höhle zu treffen. Yes. Perfekt. Stitchy Ditchy. Mein Name. Wie Stitch kann helfen, Mine? Ich weiß vom Glitzerstreich, den du und Vanellope bei Daisys Gala gespielt haben. Hm. Oh, nein, nein, keine Sorge, nur... Es war so lustig. Gute Arbeit. Entschuldigung. Können wir uns mit Vanellope in der verfluchten Höhle treffen? Wir planen den größten Streich aller Zeiten. Oh, Stitch aufgeregt. Yay. Ich kehre zu Daisy zurück. Da. Daisy, das ist eine Turmuhr und kein Spiegel. Hat Stitch zugestimmt, dich in der verfluchten Höhle mit Vanellope zu treffen? Ja, hat er. Dann ist es an der Zeit, die Falle zuschnappen zu lassen. Komm, lass uns gemeinsam zur verfluchten Höhle gehen. Gar nicht auffällig oder so. Kommst du? Das dauert noch ein bisschen, bis sie kommt. Hui! Ist sie da? Ja, sie ist da. Okay. Wuhu! Komm! Ja.
Daisy, Mina hat uns verraten. Ich meine, schöner Tag, nicht wahr, Daisy? Ich kann nicht glauben, dass ihr zwei... Wer hätte gedacht, dass du so ein Talent für Show-Einlagen hast? Du klingst nicht wütend? Ich bin verwirrt. Machst du Witze? Euer Streich bedeutet, dass die Dorfbewohner noch jahrelang über meine Gala reden werden. Ich würde gerne mit dir über Brillen für meine nächste Party reden. Wirklich? Wir sind ganz Ohr. Mein bester Freund Ralf ist ein Trottel, aber ich hab ihn lieb. Vielen Dank, Mine. Du hast maßgeblich dazu beigetragen, den Fall der Glitzergala zu knacken. Aha. Mini und ich arbeiten an einem großen Artikel über die Gala, den Streich und eine Ermittlungsarbeit für die Twinblade-Gazette. Und ich glaube, Vanellope und Stitch werden sich zweimal überlegen, bevor sie wieder Streiche spielen. Du hast sie quasi dazu ermutigt, es nochmal zu tun. Ich bin froh, dass du ihn verziehen hast. Wenn ich etwas gelernt habe, dann, dass man vernünftig und leidenschaftlich sein kann. Man muss nur wissen, wann man was sein muss. Ich muss es wissen. Was hast du für sie im Sinn? Ich möchte, dass die Minion mir helfen, unsere nächste Kollektion für Pünktchen und Gänseblümchen anzukündigen. Es wird eine fabelhafte Show werden. Da wir gerade dabei sind, hier, nimm das als Dankeschön. Du bist die Erste, die sie im Tal hat, eine Sonderanfertigung von Pünktchen und Gänseblümchen. Wir haben versucht, deine Freundlichkeit und deine Eleganz einzufangen. Ich hoffe, es gefällt dir. Super, damit haben wir die 10er-Quest von Daisy auch fertig. Gut, dann schnuppern wir jetzt noch mal ganz kurz in die Quest von Remy rein. Weil, dann kann ich nämlich die... Jetzt pennt der. Es kann doch nicht sein. Die ganze Zeit rennt er hier rum, jetzt pennt der. Das ist Mobbing. Ich wollte die Quest mit Remy jetzt endlich machen. Das ist einfach nur Mobbing. Naja. Dann werde ich mich jetzt dem Sternenpfad weiter zuwenden. Beziehungsweise vielleicht fange ich auch schon mit Oswald an. Muss ich jetzt tatsächlich gucken. Ja. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.